Trumps Spruch ist doch eigentlich Make America Great Again. Man muss sich mal fragen, was hat America denn mal great gemacht? Wer den Spruch Make America Great Again gut findet, der bekennt sich eigentlich zu diesen ganzen historischen Verbrechen. Wir wissen ja, Donald Trump, vor 2 Wochen sah es so aus, als wenn Donald Trump unschlagbar wäre. Mhm. Inzwischen ist das alles weitgehend in Zweifel gezogen. Er hat da zum Beispiel gesagt, dass unter ihm wird es keine CBDCs geben und hat den Leuten allerhand Versprechungen gemacht. Total unglaubwürdig. Also das sind ja ganz große Sprüche. Ja, ja. Aber ich würde immer sagen, lasst uns doch die Politiker an ihren Taten messen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass man Trump an die Macht lassen wird. Der Israel-Konflikt droht derzeit zu eskalieren, nachdem es weitere Anschläge gab. Sieht das Ganze sehr, sehr düster aus. Wir haben uns mit Ernst Wolf im heutigen Gespräch nicht nur über den Israel-Konflikt und Donald Trump, aber auch Joe Biden unterhalten, was der Vizepräsident und der militärische Komplex und der digital-finanzielle Komplex für eine Rolle spielt, sondern auch darüber, was mit den Banken passiert und welche aktuellen Geschehnisse neben den RKI-Files und den Eröffnungsspielen in Olympia derzeit eine Rolle spielen. Ganz wichtig dabei war, dass vor allem die künstliche Intelligenz auf eine nächste Stufe gehoben wird, die sogenannte organoide Intelligenz, und Ernst hat dazu versucht zu beleuchten, welche Entwicklungen aus den USA für Deutschland eine Rolle spielen, gerade auch hinsichtlich der Kriegsentwicklung in der Ukraine und Russland. Ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Ernst Wolf und ich verspreche euch, es lohnt sich in jeder Sekunde dieses Gespräch bis zum Ende zu sehen. Lasst also gerne schon mal einen Daumen hoch da und teilt das Video fleißig und jetzt geht's los. Schön, dass ich Ernst Wolf in unserem Studio begrüßen darf, nachdem wir gestern ein riesiges Event hatten mit fast 40.000 angemeldeten Teilnehmern. Wir haben über die Probleme im Bankensektor gesprochen und wie die Menschen bestmöglich auch für die Zukunft die Ersparnisse aufstellen sollten. Jetzt schaut man morgens ins Handy und hat direkt wieder 30 neue Nachrichten, die die Welt aus einem ganz anderen Blickwinkel erscheinen lassen, lieber Ernst. Schön, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, jetzt mit mir hier vor Ort zu reden. Ich hoffe, dir hat es gestern auch Spaß gemacht. War großartig, ganz wunderbar. Ja, allerdings haben wir ernste Themen. Der Israel-Konflikt droht gerade zu eskalieren. Was gibt es hier an Neuigkeiten? Ja, da gibt es zwei Mordanschläge. Einen auf einen Hisbollah-Führer in Beirut, der ist gestern umgebracht worden, offensichtlich von den Israelis. Und was ich noch viel, viel katastrophaler empfinde, ist ein Hamas-Führer, und zwar der politische Führer der Hamas, ist in Teheran nach dem Besuch der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten dort ermordet worden. Mhm. Und in beiden Fällen kann man davon ausgehen, dass das vom israelischen Geheimdienst inszeniert worden ist, das Ganze. Also für mich sieht es so aus, als wenn man jetzt ganz darauf baut, den Konflikt zu eskalieren zu lassen. Und das kann natürlich also im schlimmsten Fall in den Dritten Weltkrieg führen. Ja, spielt es denn dabei eine Rolle, dass der Herr Netanyahu letzte Woche in den USA war und sich auf Bildern gezeigt hat mit Donald Trump, auch mit Elon Musk, auch mit auch im Kongress? Ich habe gelesen, dort wurde dann das Ganze in Hebräisch abgehalten, was ja auch absolut außergewöhnlich ist in den USA. Normalerweise spricht man Englisch, ja? Also, ja, genau. Was geht ja, also da? Es gibt da offensichtlich eine sehr enge Beziehung zwischen Netanyahus Regime und den Führungsspitzen in Amerika, und zwar nicht nur in der Politik, sondern auch im digital-finanziellen Komplex, der ja da in diesem Fall dann durch Elon Musk repräsentiert wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Amerikaner vorher darüber informiert wurden, über das, was dann da passiert wird. Das ist natürlich alles nur Spekulation, aber wenn man die Timeline ansieht, dann passt das einfach alles zusammen. Wir hatten vorher ja auch schon den Angriff der Israelis auf den Jemen. Also die israelische Regierung jetzt unter Netanyahu ist wirklich darum bemüht, diesen Konflikt eskalieren zu lassen. Und als Anlass wurde jetzt genommen dieser Angriff auf die Golanhöhen. Mhm. Die Golanhöhen, muss man wissen, sind von Israel illegal besetztes syrisches Gebiet. Also es ist eigentlich kein Angriff auf Israel gewesen, sondern auf syrisches Staatsgebiet. Aber das wurde jetzt als Vorwand genommen für diesen Schlag gegen den Hisbollah-Führer in Beirut. Also man nimmt da jedes Argument, zieht man da herbei und versucht auf alle Möglichkeiten, da irgendwie den Krieg zu eskalieren. Und wer wird davon profitieren? Natürlich die Rüstungsindustrie. Und wer steht hinter der Rüstungsindustrie? Der digital-finanzielle Komplex. Kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, über den zweiten Mann neben Donald Trump, der ja auch enge Beziehungen in die Rüstungsindustrie hegt. Du hast mir gestern Abend auch im Live-Event oder vor dem Event nochmal erklärt, dass J.D. Vance, der Vizepräsident, wenn er dann mit Donald Trump wirklich ins Weiße Haus nochmal einkehren sollte, dass er enge Beziehungen auch in Silicon Valley hegt. Ja, ja genau. Ja. Also er hat eine Firma zusammen mit Peter Thiel, einem der ganz großen Führer innerhalb des digital-finanziellen Komplexes. Also Peter Thiel ist der Mann, also ein deutschstämmiger Amerikaner, der Palantir gegründet hat. Mhm. Und Palantir ist die Organisation oder das Unternehmen, was für die Geheimdienste, für das FBI
und für die CIA in Amerika als Contractor arbeitet. Palantir ist aber auch das Unternehmen, was für die ukrainische Armee die Kriegsziele gegen die russische Armee aussucht und was in letzter Zeit auch noch einen Vertrag abgeschlossen hat mit der israelischen Armee, um dort die Kriegsziele auszusuchen. Also wenn man diese einzelnen Schritte sieht, dann weiß man, dass da wirklich Schritt für Schritt ganz langsam eskaliert wird und dass der große Profiteur im Hintergrund tatsächlich einerseits in der Wall Street sitzt, das sind die großen Vermögensverwalter, und andererseits im Silicon Valley die großen IT-Giganten. Ja, ist es denn Zufall, dass dieser J.D. Vance, der ja zuvor eigentlich dafür bekannt war, Donald Trump durch den Dreck zu ziehen und zu beleidigen, jetzt zum amtierenden Vizekandidaten zur Präsidentschaftswahl? Nein, Donald Trump hat sich ja sehr weit vorgewagt in seinem Wahlkampf. Er hat da zum Beispiel gesagt, dass unter ihm wird es keine CBDCs geben, und hat den Leuten allerhand Versprechungen gemacht. Und das hat garantiert den leitenden Leuten im digital-finanziellen Komplex nicht gefallen. Mhm. Und da hat er, denke ich, eine Unterwerfungsgeste machen müssen. Und diese Unterwerfungsgeste bestand in meiner Meinung nach darin, J.D. Vance zu seinem Vize da zu deklarieren. Wobei J.D. Vance natürlich also für ihn ein Eigentor ist, weil der Mann hat die Ausstrahlung einer Toilettenbürste. Der Mann kann überhaupt nicht reden. Der hat früher auch noch ganz heftig gegen Donald Trump vom Leder gezogen. Also ist total unglaubwürdig. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Donald Trump aus freien Stücken diesen Mann gewählt hat. Also der muss unter Druck gestanden haben, und da muss irgendjemand von hinten gesagt haben, pass mal auf, wir brauchen einen, der auf unserer Seite ist, sonst bist du ganz aus dem Rennen. Und wir wissen ja, Donald Trump vor 2 Wochen sah es so aus, als wenn Donald Trump unschlagbar wäre. Mhm. Inzwischen ist das alles weitgehend in Zweifel gezogen. Ja, auf der anderen Seite der Demokraten hat sich einiges getan. Ja. Jetzt hat sich Joe Biden ich habe noch nicht mal ein öffentliches Statement gesehen. Es gibt ja eigentlich nur diesen Nein, es gibt inzwischen ein öffentliches Statement, okay, von ihm. Er ist einmal vor die Kameras getreten inzwischen. Aber einen halben Meter größer habe ich gesehen. Ja, es gibt da sehr merkwürdige Gerüchte, dass er jetzt plötzlich viel größer sein soll als früher. Ja. Und ich habe mir das Video auch angeguckt. Also ich kann das nicht bestätigen. So gut ist mein Einschätzungsvermögen da nicht. Aber ich meine, da gibt es so viele Dinge, die jetzt wirklich sehr, sehr fragwürdig sind. Aber ich würde sagen, da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Also Kamala Harris hat in meinen Augen keine Chance, obwohl diese ganzen Umfragen da jetzt im Moment zeigen, dass sie vor Trump liegt. Diese Umfragen sind gesteuert, gerade von den Medien, die in den Händen der Demokraten sitzen. Also ich glaube, dass wir da noch einige Überraschungen erleben werden. Und ich bin immer noch fest überzeugt, dass der Mann, der die Strippen im Hintergrund zieht, dass das Barack Obama ist. Der hat dafür gesorgt, dass Biden Präsident wurde. Der hat jetzt dafür gesorgt, dass er nicht mehr antritt. Er hat sich jetzt nach langem Zögern dann plötzlich zu Kamala Harris bekannt. Es ist aber auch bekannt in Amerika, dass im Moment auch Material gegen Kamala Harris zusammengesucht wird aus ihrer Zeit als Staatsanwältin. Ich glaube, da kann auch noch irgendeine große Enthüllungsgeschichte kommen, dass man dann sagt, also die Frau ist untragbar, da muss jemand anders her. Und wer könnte Kamala Harris dann besser ersetzen als Michelle Obama? Beides sind Frauen, beide sind dunkelhäutig, also das wäre dann eigentlich das perfekte Match, ohne dass man mit der Belastung von Kamala Harris da ins Rennen geht. Und außerdem, man hätte dann Barack Obama als steuernden Strippenzieher im Hintergrund. Man muss dazu sagen, dass ich mit Ernst im März zusammensaß bei einem Abendessen. Und damals hatten wir ein anderes Thema, da ging es damals um die Werteunion, und haben im Nebensatz aber dann schon die US-Wahlen im Auge gehabt und haben uns dann entschieden, einen kleinen Clip aufzunehmen, in dem es darum geht, dass du zu dem Zeitpunkt schon erwartet hast, dass Michelle Obama womöglich dann im Wahlkampf am Ende kurz wie der Phönix aus der Asche an Donald Trump vorbeiziehen könnte. Also es bleibt spannend, ob deine Erwartung hier getroffen wird. Natürlich muss man sagen, es gibt noch so viele Einflussfaktoren, und man sieht ja die Richtung, und der Wind dreht sich gerade gefühlt jeden Tag. Ist auch nicht ausgeschlossen, meiner Einschätzung zufolge, dass Donald Trump vielleicht nochmal in einem weiteren Attentat unterliegt. Ich sag mal, wenn sie es einmal tun, man weiß ja bis heute nicht, wer das war. Ausgeschlossen ist gar nichts, ja. Es wurde die Secret Service-Chefin wurde enthauptet, also auch medial, muss man ja mal ganz klar sagen. Ja. Da gibt es einige Ungereimtheiten, es tauchen immer mehr Videos auf, es gibt wohl einen zweiten Schützen und auch die Patronenhülsen, sie wurde ja befragt, ob sie wüsste, wie viele Schüsse gefallen sind, ja, und wie viele Patronenhülsen existieren, ja, und sie antwortet dann aber auf die Frage, wie viele, dass sie das nicht sagen möchte. Also da gibt es so viele Ungereimtheiten. Ich denke, wir aus unserer Entfernung werden sowieso nicht entscheiden können beurteilen können, was dahinter steckt, aber vielleicht nochmal einen weiteren Themenkomplex. Und zwar, wir haben ja über das Thema USA gerade eben noch ein bisschen gesprochen, und Trumps Spruch ist doch eigentlich Make America Great Again. Ja, genau. Also dieser Spruch sollte eigentlich jeden wirklich den kalten Schauer über den Rücken laufen lassen, weil man muss sich mal fragen, was hat Amerika denn mal great gemacht? Also der erste große Akt, das war die Vernichtung von 800 Indianervölkern auf eine unglaublich grausame Art und Weise. Das hat also praktisch die Grundlage dafür gelegt, dass Amerika überhaupt von Siedlern aus Europa besiedelt werden konnte.
Der zweite große Akt der Amerikaner, der America Great gemacht hat, war dann die Verschleppung von 12 Millionen Schwarzafrikanern und deren Ausbeutung als Sklaven, vor allem in den Südstaaten. Dann der nächste ganz große Akt, das war der Erste Weltkrieg, der dazu geführt hat, dass Deutschland zu Reparationszahlungen verurteilt wurde. Da wurde also die deutsche Bevölkerung, die deutsche arbeitende Bevölkerung herbeigezogen, um die amerikanischen Banken zu retten. Das Ergebnis wissen wir, das war das Ende der Weimarer Republik und der Aufstieg von Adolf Hitler. Also all das hat dazu geführt, Amerika bis zu den 30er, 40er Jahren great zu machen. Was hat Amerika dann danach great gemacht? Die Konferenz von Bretton Woods, in der ein Finanzsystem etabliert wurde, das um den Dollar aufgebaut wurde und das die gesamte Welt vom Dollar abhängig gemacht hat. Für diese Abhängigkeit spüren wir heute noch. Also wer den Spruch Make America Great Again gut findet, der bekennt sich eigentlich zu diesen ganzen historischen Verbrechen. Also da muss man schon sagen, das ist also große geschichtliche Unkenntnis, die viele Leute da in die Irre führt. Was gibt ja den schönen Spruch, die Geschichtsbücher werden immer von den Gewinnern geschrieben. So ist es. Deswegen ist, denke ich, auch hier eine sehr einheitliche Meinung und wenig Hintergrundinformation. Vielleicht auch nochmal Donald Trump im Vergleich. Jetzt hat Herr Gauck ihn mit Hitler verglichen. Ja? Wie weit würdest du gehen? Ich sag mal, würdest du vielleicht Trump mit Milei auf eine Stufe stellen? Milei hat ja angekündigt, er will die Zentralbanken vernichten. Ja. Trump sagt jetzt auf der großen Bitcoin-Konferenz, er möchte die CBDCs verbieten und es wird keine CBDCs in den USA geben. Ja? Also das sind ja ganz große Sprüche. Ja, ja. Aber ich würde immer sagen, lasst uns doch die Politiker an ihren Taten messen. Was kannst du zu Milei bisher sagen? Ja, Milei hat dreist gelogen im Wahlkampf. Also er hat gesagt, er wird die Zentralbank in die Luft jagen. Er hat sich dann immer mit der Kettensäge gezeigt. Die Zentralbank existiert heute noch. Die Zentralbank ist von ihm zu 100% dem IWF, dem Internationalen Währungsfonds, untergeordnet worden. Und die Personalien sind auch interessant. Chef der Zentralbank jetzt ist ein früherer Minister unter einem Kabinett, was er immer als teuflisch verflucht hat. Und jetzt hat er noch ein neues Ministerium gegründet, ein Ministerium für Transformation. Und man höre und staune, der Chef dieses Ministeriums ist der ehemalige Chef der Zentralbank von Argentinien. Also der Mann, von dem er gesagt hat, den wird er mit in die Luft jagen. Also Milei würde ich kein einziges Wort glauben. Aber interessant ist das Programm, was Milei durchführt. Milei führt ein eisenhartes Austeritätsprogramm durch. Also die Renten sind allein in diesem Jahr in Argentinien um 30% gesunken. Das Ganze wird kaschiert. Also es war so, dass früher die Renten alle 3 Monate angepasst werden. Jetzt werden sie nur noch einmal, jeden Monat werden sie zwar angepasst, aber eben so spät, dass tatsächlich der Kaufkraftverlust der Rentner ungeheuer groß ist, also im Moment bei 30% liegt. Also Milei ist für die Argentinien absolut kein Glücksfall, sondern Milei leitet eine neue Phase der Austeritätspolitik ein. Und da muss ich sagen, also bei Trump, wenn Trump tatsächlich an die Macht kommt, dann wird er ja nichts anderes vorfinden, als wenn jetzt ein Demokrat an die Macht kommt. Also der muss da also auch mit diesen 35 Billionen an Staatsschulden fertig werden. Der muss mit einer schrumpfenden Industriechef fertig werden. Der muss mit einem Finanzsystem fertig werden, was unhaltbar ist. Also die USA verschulden sich im Moment täglich um 2,6 Milliarden mehr. Also das sind alles Probleme, die gelöst werden. Und wie Trump die lösen wird, natürlich wird er die auf Kosten der Mittelklasse lösen müssen. Aber wer ist die Basis von Trump? Das ist die Mittelklasse. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass man Trump an die Macht machen lassen wird. Weil ich glaube, man braucht den in der Hinterhand, um dieses Gegengewicht gegen die herrschende Regierung zu haben, um den Leuten glauben, die Leute im Glauben zu lassen, wenn er an der Macht wäre, dann wäre alles besser. Weil wenn er tatsächlich an die Macht kommt, dann ist er innerhalb von spätestens 2 bis 3 Monaten ist er am Ende. Deswegen, weil er sich dann enthüllt als das, was er wirklich ist, nämlich nichts anderes als eine Marionette des digital-finanziellen Komplexes. Ja, damit macht man sich vielleicht nicht unbedingt viele Freunde mit der Aussage. Das weiß ich, ja. Wir müssen uns ja auch ganz klar anschauen, was Trump in der letzten Amtsperiode gemacht hat. Und er hat ja oft, und das wird oft das Hauptargument gesprochen, dass er auch eigentlich nicht ganz wahr ist, er hat nie einen Krieg begonnen. Ja, dafür wird er ja gefeiert als der Friedenspräsident. Ja. Aber er hat ja durchaus auch in Kriegen aktiv mitgewirkt. Er hatte für die Militarisierung des Weltraums gesorgt. Er hat die größte Bombe seit dem Zweiten Weltkrieg auf Afghanistan als symbolischen Akt in seiner ersten Amtswoche geworfen. Also er hat auch die Verschuldung Amerikas hat er genauso vorangetrieben wie Barack Obama. Also die Bilanzsumme der Federal Reserve ist unter ihm ausgeweitet worden um 2 Billionen Dollar. Unter Barack Obama waren es 8,3 Billionen. Also da ist auch kein großer Unterschied gewesen. Aber man hört ja viele Stimmen, die sagen, Trump würde den Krieg sicher beenden. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu seinem Land-Landing-Plan. Aber ich habe noch eine Frage zu Argentinien vorher. Argentinien und Gold.
Da gab es ja auch Neuerungen. Ja? Ja. Und zwar Argentinien wurde ja kategorisch geplündert, über mehrere Hyperinflationen hinweg ist die Bevölkerung verarmt und hatte eigentlich nie die Gelegenheit, sich wieder Wohlstand aufzubauen. Ja. Es gibt aber noch einen kleinen Kernwohlstand, das Gold der Argentinier. Ja. Ja? Wie sieht es denn eigentlich damit aus? Ja, und genau dieses Gold wird von Milei gerade ins Ausland verbracht und unter sehr dubiosen Umständen. Also es gibt keine Erklärung dafür. Ein Teil der Goldreserven Argentiniens sind gerade ins Ausland verbracht worden. Und das kann für mich nur bedeuten, dass Argentinien irgendeinen Gläubiger hat, der einen festen Wert verlangt. Und dieser Gläubiger hat dann wahrscheinlich gesagt, ich brauche Gold als Gegenwert für die Leistung, die ich erbringe. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das der IWF ist. Weil der IWF ist, was wenig bekannt ist, nach den USA, wobei man die USA-Reserven anzweifeln muss, weil die nie wieder gesichtet wurden, ist nach den USA der zweitgrößte Goldbesitzer der Welt. Und ich bin sicher, der IWF stützt Argentinien ja jetzt auch weiter durch große Kredite. Die wollen natürlich Sicherheiten dafür haben. Einerseits bekommen sie die Sicherheiten, indem das Land in Argentinien an die verscherbelt wird. Andererseits die Ressourcen werden verscherbelt und jetzt offensichtlich auch noch das Gold. Also es gibt keinen erdenklichen Grund, Gold ins Ausland zu schaffen, außer dass man unter Druck steht und da irgendjemandem also Sicherheiten verschaffen möchte. Ja, spannend. Also zu Donald Trump nochmal zurück. Er hatte in seinem sogenannten Landing-Plan nun einige Forderungen und Ideen aufgestellt, in denen es konkret darum geht, dass er mit seinem Berater Pompeo einen Artikel dazu veröffentlicht hat, wie Trumps Friedensplan für die Ukraine aussehen wird. Und da hat er 7 steile Thesen aufgestellt und ich würde sie gerne mal mit dir besprechen und deine Meinung dazu, ja, genau, wenn es in Ordnung ist. Also These 1 ist die Entfesselung des amerikanischen Energiepotenzials. Das ist sozusagen Punkt 1. Was würdest du dazu sagen? Was, na, was das, kann er damit meinen? Wem nützt das? Das nützt auf keinen Fall der Ukraine, das nützt auf jeden Fall den USA. Also make America great again auf Kosten der Ukraine. Der zweite Punkt ist der Wiederaufbau der Beziehung zu Saudi-Arabien und Israel. Das sehen wir ja jetzt schon, ja? Ja, ja, genau. Aber was dabei herauskommt, haben wir jetzt gerade heute Morgen gesehen. Also das ist sehr gefährlich. Da wird also die Rüstungsindustrie in einem ungeheuren Maße angefeuert. Der dritte Punkt ist die Durchsetzung echter Sanktionen gegen Russland. Also was sind denn unechte Sanktionen gegen Russland? Ja, das ist offensichtlich eine Verschärfung der Sanktionen damit gemeint, also dass man dann noch härter gegen Russland vorgeht und die Weltsituation damit noch weiter eskaliert. Aber Trump stellt sich eigentlich immer als Putin-Freund hin. Ja, das ist also, man muss sagen, Trump kann man eigentlich schwer ernst nehmen in diesen Hinsichten, weil der ist an einem Tag sagt er das eine, am nächsten Tag sagt er das andere. Und deswegen muss ich ihn auch wieder mit Milei vergleichen, der vor der Wahl das eine sagt und nach der Wahl das andere tut. Die USA möchte im vierten Punkt die Verteidigungsindustrie ausbauen. Ja, wunderbar. Also wir haben ja die größte Imperialmacht mit, 900 Militärbasen außerhalb, genau, des Landes. Was will man denn da noch ausbauen? Also man hat auch schon den ganzen Planeten besetzt mit Militärbasen. Ja, genau, aber man muss dann Konflikte vorantreiben, weil die Waffen müssen ja irgendwie eingesetzt werden und vernichtet werden, damit man neue Waffen nachliefern kann. Das heißt, damit gibt er dem militärischen Komplex schon mal ein Versprechen darauf, auch Palantir, Peter Thiel, allen Unternehmen drumherum, Boston. Garantiert, besonders interessant, dass Palantir ja gerade für die ukrainische Armee die Kriegsziele gegen Russland da bestimmt. Also der digital-finanzielle Komplex da aus dem Silicon Valley ist direkt vor Ort da aktiv und unterstützt da die Waffenindustrie. Nächster Punkt, Punkt 5. Er möchte die Wiederbelebung der NATO mit erhöhten Ausgaben der Mitgliedsländer erreichen, ja? Ja, also gerade als deutscher Trump-Fan muss man sich darauf wirklich also an den Kopf fassen, weil Trump möchte, dass Deutschland noch mehr als die 2% ausgibt, die Deutschland jetzt im Moment ausgibt. Also Deutschland hat jetzt erhöht auf 2%. Deutschland hat gerade im letzten Jahr 100 Milliarden für die Bundeswehr freigemacht. Also soll dieser Prozess so weitergehen? Ich meine, wo kommt das Geld her? Das bedeutet, dass entweder neues Geld gedruckt werden muss, dass wir eine höhere Inflation haben oder dass die Steuern in Deutschland erhöht werden. Also da schießt man sich als Trump-Fan unglaublich selbst ins Knie. Ja, J.D. Vance hat ja sogar gesagt, sie möchten kein Vasallen-Deutschland, also kein Deutschland, das unterwürfig ist, sondern ein starkes Deutschland. Damit zeigt man aber auch seine Macht gegenüber Deutschland. Ja, ganz genau. Wie niederträchtig mittlerweile die Regierung sich auch gegenüber den USA verhält. Ja. Ich erinnere nur an den Moment, in dem Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, neben Joe Biden steht, während Joe Biden sagt, man wird Nord Stream beenden. Ja. Unsere Blutversorgung, ja, der Energie, wenn man so möchte. Ja. Ja. Und zack, kurze Zeit später ist es dann passiert. Dann kommen wir zum sechsten Punkt, die Schaffung eines 500 Milliarden Dollar Landlease-Programms für die Ukraine. Dabei soll es keine Ukraine-Hilfen mehr geben, sondern Geld an die Ukraine geliehen werden und diese muss dann ihre Schulden alle zurückbezahlen. Ja, also genau, öffnet man sich damit dann die Türen, dass man sozusagen die Hilfsgelder aus der EU direkt in die USA weiterleitet, ähnlich wie in Griechenland? Ja, ganz genau so ist das. Also das wird also so eine Art moderner Marshallplan dann werden. Weil der Marshallplan gilt ja auch so als die große Hilfsaktion und du hast gerade eben den Satz erwähnt, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Also der Marshallplan war nichts anderes als eine riesige Umverteilung und zwar von der amerikanischen arbeitenden Bevölkerung zu den amerikanischen
russischen Großkonzernen. Und das ist hier das Gleiche. Wenn man der Ukraine dann 500 Milliarden leiht, mit denen die ihre Schulden bei den Rüstungskonzernen in den USA bezahlt, dann kann man eigentlich auch den Arbeiter aus Detroit gleich in die nächste Rüstungsfabrik fahren lassen und da sein Geld abliefern. Also es ist einfach unglaublich, wie da die Umverteilung da vorangetrieben wird. Und dann der letzte Punkt, das ist natürlich ein großes Versprechen. Der siebte Punkt ist die Aufhebung aller Beschränkungen für Waffenlieferungen an die Ukraine. Ja, ist doch wunderbar. Dann braucht man überhaupt keine Hemmung mehr haben. Dann kann man also jede Waffe dahin liefern. Da ist die Waffenindustrie natürlich sehr glücklich drüber. Das klingt für mich jetzt erstmal nicht nach einem sehr guten Plan. Er hat aber noch weitere Bedingungen gesetzt, und zwar die vorgeschlagenen Friedensbedingungen, die eingehalten werden sollen. Und er sagt, sofortiger Stopp des Kriegs, also ist sozusagen die Bedingung, dass das alles zu einem Stillstand kommen soll. Zweiter Punkt, Aufbau substanzieller Verteidigungskräfte in der Ukraine. Das heißt, man möchte in der Ukraine Militärbasen platzieren, wenn ich das so entnehme. Ja. Keine Anerkennung russischer Besetzung oder Annexion. Also das heißt, Russland... Die Krim müsste dann wieder zurückgegeben werden, was Russland Putin sich darauf einlassen. Na, auf gar keinen Fall. Also man weiß vorher, dass dieser Plan nicht funktionieren wird. Die Besetzung, haben wir schon besprochen, die Entmilitarisierung der Krim. Also auch hier möchte man sozusagen eine weiße Zone schaffen, eine Friedenszone. Ja. Wird auch nicht klappen. Es ist auch schon abgelehnt worden von der Gegenseite. Also. Und dann kommt dazu der Wiederaufbau. Jetzt ist es wichtig, weil da steckt Geld drin, der Ukraine mit russischen Reparationen. Wird bezahlt damit. Das heißt, der Wiederaufbau, wer finanziert den denn? Ja, ich meine, mit dem Wiederaufbau betraut ist BlackRock. Also das ist ganz offiziell. Zelensky hat ich glaube, es war im Oktober 21, hat er ganz klar gesagt, BlackRock wird mit dem Wiederaufbau der Ukraine beauftragt. Also das ist interessant. Das ist das erste Mal, dass die Firma, die am meisten an dem Krieg verdient, an der Vernichtung verdient, gleichzeitig auch noch mit dem Aufbau betraut wird. Ja, und dann kommt noch last but not least, und zwar ein schneller Beitritt der Ukraine in die NATO und ein EU-Beitritt. Ja, das ist beides eine absolute Provokation gegenüber Russland. Also da auf diese Art und Weise wird man den Konflikt keineswegs irgendwie beseitigen. Welche Rolle würde denn Ursula von der Leyen dabei spielen, die ja jetzt erneut zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt wurde? Ja, sie springt da den Amerikanern gleich zur Seite, egal ob das Trump ist oder ob das jetzt Kamala Harris sein wird oder wer auch immer der nächste Präsident sein wird. Also Ursula von der Leyen hat gerade freigegeben, die russischen Zinsen, die Zinsen auf russische Vermögen, die konfisziert wurden in den letzten 2 bis 3 Jahren. Also das ist natürlich auch eine unglaubliche Provokation gegenüber Russland. Also das ist eine völlig unnötige Provokation dazu. Aber es ist ein Zeichen davon, also auch eine Unterwerfungsgeste von Ursula von der Leyen gegenüber den Amerikanern. Also im Moment sehen wir lauter Unterwerfungsgesten und dadurch erkennen wir natürlich auch, wer wirklich die Macht in der Hand hat. Die Macht in der Hand hat im Moment der digital-finanzielle Komplex aus den großen Vermögensverwaltern der Wall Street und den IT-Giganten im Silicon Valley, die hinter der Rüstungsindustrie stehen, die hinter der Pharmaindustrie stehen, die hinter allem stehen, was im Moment existiert. Du hast mir ja gesagt, dass diese Summen, also die sogenannten Assets Under Management, wonach man ermisst, wie groß ein Vermögensverwalter ist, BlackRock, da waren wir BlackRock ist bei 9 Billionen im Moment, dann haben wir Vanguard, sind ungefähr bei 7 Billionen. Dann ist das, State ist das Street alles, weil Billionen. Die haben ja viele Beteiligungen, diese Unternehmen. Die sind beteiligt, das größte Beteiligung zum Beispiel ist T. Rowe Price, die hat als Hauptaktionäre gleichzeitig Vanguard und BlackRock. Und da gibt es unglaublich viele andere Unternehmen in den USA, wo die beiden dann die Hauptaktionäre sind. Also ich habe mir mal ausgerechnet, die größten vier, die verwalten, also die haben vor 2 Wochen ungefähr so 23, 24 Billionen verwaltet. Aber wenn man die ganzen Beteiligungen dann ansieht, dann kommt man locker auf 40 bis 50 Billionen. Und das Bruttoinlandsprodukt beträgt ungefähr 100 Billionen. Also die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung wird von 4 Unternehmen da vermögensverwaltet. Das ist einfach unglaublich. Zu Trump, zum letzten Satz nochmal, er hat dann noch die Bedingungen für Russland gemacht. Man muss ja dazu sagen, es ist schon Wahnsinn, dass ein amtierender Vizepräsident und ehemaliger Präsident, der noch nicht mal im Amt ist, solche Forderungen aufstellt, ja, und dass die Menschen eigentlich genau wissen, worauf sie sich hiermit einlassen. Für Amerika klingt es ja gut. Er sagt, Russland müsse sozusagen als Bedingung die Einhaltung der Bedingungen schrittweise durch Aufhebung der Sanktionen und vollständige Aufhebung der Sanktionen nach NATO und EU-Beitritt der Ukraine erfüllen. Aber zeitgleich habe ich im ersten Satz ja vorgelesen, dass man sozusagen die Sanktionen gegen Russland, und zwar in Form von echten Sanktionen, durchsetzen möchte. Also das passt doch für mich nicht zusammen. Nicht. Putin wird doch nicht auf der einen Seite sagen, wir müssen unsere Sanktionen aufheben und auf der anderen Seite müssen wir die Sanktionen der USA in Kauf nehmen. Also dieser Plan ist eigentlich... Das ist das Gegenteil eines Friedensplans. Also das ist praktisch den Federhandschuh hingeworfen. Und das dann also als Friedensplan deklariert. Also ein Friedensplan würde bedeuten, dass man bestimmte Forderungen zurücknimmt, dass man sich kompromissbereit zeigt. Und das Wort Kompromiss kommt da überhaupt nicht drin vor. Ja.
Kommen wir nochmal zum Thema der aktuellen Wirtschaftsmeldungen. In Deutschland sehen wir ja momentan einige Dominosteine fallen, und zwar richtig große. Also ja. Es war ja in den letzten Monaten, im letzten Quartal so, dass wir Rekordinsolvenzen haben und hatten. Jetzt kommen aber wirklich große Namen auf den Schirm. Ja, ich habe nur ZF, 13.000 bis 14.000 Entlassungen, die Deutsche Bahn, 30.000 Entlassungen. Ja. Was erwartest du auch hinsichtlich jetzt der letzten zwei Quartale in diesem Jahr? Und vielleicht dass das weitergehen wird. Also ich habe ja schon vor einem Jahr ungefähr gesagt, dass die künstliche Intelligenz da auch eine ganz große Rolle spielen wird, weil die künstliche Intelligenz wird dafür sorgen, dass eine ganze Menge Arbeitsplätze abgebaut werden. Dann kommt dazu die ganz große Krise, gerade bei den Autofirmen. Also BlackRock und Co. setzen im Moment auf chinesische Autofirmen und nicht auf deutsche Autofirmen. Interessant ist der Hintergrund dabei, dass die deutschen Autofirmen inzwischen auch nicht mehr, genau wie die amerikanischen, ihr Hauptgeschäft ist eigentlich gar nicht mehr die Produktion von Autos, sondern die spekulieren mit ihrem Geld auch im Derivatebereich. Also die sind vielleicht gar nicht so traurig darüber, dass die Autoproduktion hier irgendwann mal eingestellt wird. Das wird allerdings eine ganze Menge Arbeitskräfte hier die Existenzgrundlage kosten. Also wir rutschen da in eine Gesellschaft hinein, von der man jetzt noch nicht genau sagen kann, wie sie aussieht, die auf jeden Fall in eine unglaubliche Schieflage geraten wird. Und gerade was die künstliche Intelligenz angeht, da erleben wir ja einen Durchbruch nach dem anderen im Moment. Also da wird es eine riesige Entlassungswelle geben, und die setzt jetzt offensichtlich gerade ein. An der Stelle auch nochmal den Hinweis für die Zuschauer. Wir hatten im gestrigen Bankenwebinar darüber gesprochen, wo die Gefahren im Bankensektor liegen. Die kommen eben nicht nur aus dem Anleihenbereich und nicht nur aus der Zombifizierung der Wirtschaft oder auch daraus, dass wir im Bankensektor immer mehr Komplexität sehen, sondern auch die Derivate spielen dabei eine große Rolle. Ernst hat es ja gerade angesprochen. Die Aufzeichnung werden wir bis morgen Abend um 24 Uhr online lassen. Die könnt ihr euch gerne anschauen. Packen wir euch gerne unter das Video, beziehungsweise hier irgendwo ist der Link. Ernst, ich habe zu dem Thema Cyberattacken nochmal eine Frage. Und zwar, wir hatten ja vorige Woche einen großen Ausfall, Infrastrukturausfall. Das Erste, was ich gelesen habe auf meinem Handy, war, Flugverkehr muss eingestellt werden. Auch einer unserer Mitarbeiter war betroffen, der wollte von Stuttgart nach Berlin. Eurowings, da ging nichts mehr. Auch in den USA wurde alles lahmgelegt. Aber dann habe ich so einen Nebensatz gelesen, Krankenhäuser sind ebenfalls betroffen. Ja, also scheinbar sind die Flughäfen interessanter als die Krankenhäuser. Ja. Was passiert gerade? Ganz, ganz interessant, dass es noch einen dritten Bereich gab, und das waren die Banken. Die waren nämlich auch betroffen. Oh, okay. Also das wurde aber weitgehend verschwiegen. Das wurde einfach unterschlagen in der Berichterstattung. Mhm. Aber ich meine, dass das Ganze ein Zufall war, das zweifle ich ganz stark an. Weil ich habe mich mal inzwischen informiert über die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen werden, wenn irgendwo eine Software verändert wird. Also das sind insgesamt 10 Schritte, die da durchgelaufen werden müssen. Mhm. Und deswegen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass da ein kleiner Softwarefehler zu solchen riesigen Folgen führt. Also das kann nicht sein, dass das einfach so passiert ist, sondern da steckt Absicht dahinter. Aber wir erleben ja im Moment sowieso, dass die Welt durchgeschüttelt wird von der einen und von der anderen Seite. Und ich glaube, das Ganze hat einfach damit zu tun, dass man die Leute wirklich verunsichern will, dass man die in eine ganz schwierige Lage bringen will, um mit der ganzen großen Agenda durchzukommen, nämlich der Einführung von neuem Geld. Ja, wir hatten gestern den nächsten Ausfall. Aufgrund unserer Webinarvorbereitung hatten wir noch nicht viel Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Aber und zwar gab es wohl bei Microsoft im Cloud-Dienst Azure einen Ausfall. Es scheint ja so, als würde dieses Cyber-Polygon, da haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht, also sozusagen die Konferenz, in der man Cyber-Attacken weltweit durchspielt, jetzt in der Realität in Tests ablaufen. Also passt auch wieder für mich perfekt in die zeitliche Agenda. Ja? Ja, genau. Welche Rolle spielt denn dieser digitale Krieg auf der Cyber-Ebene? Offensichtlich ganz, ganz wichtig, weil in der Azure Cloud zum Beispiel von Microsoft, da ist auch das Finanzdatenanalysesystem Aladdin geladen von BlackRock. Also das ist die wichtigste KI im Finanzsystem. An der hängen alle wichtigen Zentralbanken, an der hängen alle großen Unternehmen der Welt. Okay. Und das ist eigentlich die wirkliche Grundlage für die Macht von BlackRock. Also nicht so sehr die Tatsache, dass sie 9 Billionen oder 10 Billionen verwalten, sondern dass sie diese Einblicke in das Finanzsystem haben, die kein anderer hat, die sie seit 40 Jahren sammeln, weil also Larry Fink, also eine ganz großartige, in seinen Augen großartige Idee im Jahre 1988 hatte, dieses System einzuführen. Und seitdem werden alle wichtigen Finanzdaten in diesem System gespeichert. Und das ist natürlich ungeheuer wichtig. Jetzt muss man sich nur mal vorstellen, so eine Cyberattacke hat mal richtig einen durchschlagenden Erfolg. Also da werden tatsächlich riesige Mengen von Daten vernichtet. Auf diese Art und Weise könnte man natürlich auch eine ganze Menge Bankkonten in die Luft jagen und den Leuten dann sagen, ja, wir müssen jetzt mit Notverordnungen regieren, und um das Ganze dann sicherer zu gestalten, kommen wir dann anschließend mit dem neuen Geld, weil wir uns so viel Sorgen um euch machen. Also wir wissen ja, neuerdings werden uns ja die schlimmsten Aktionen der Regierungen und der Regierenden weltweit immer als eine Wohltat für uns
verkündet. Ob das jetzt im Bereich der Gesundheit ist oder im Bereich der Rettung des Planeten. Und ich denke, im Finanzsystem überlegt man sich da einiges. Die Gefahr ist ja immens in einer immer digitaleren Welt. Ich sag mal, wir holen uns hier die Nachrichten zu Großteilen auch mittlerweile aus dem Internet. Ja. Wenn man schnell dran sein will, geht es ja auch nicht mehr anders. Aber wenn man sich mal ausmalt, Cyberattacken, mögliche Blackouts, wie sieht es denn eigentlich mit den ganzen digitalen Assets aus? Also nicht nur das Geld, da kommen wir vielleicht jetzt gleich noch im zweiten Schritt drauf, sondern vor allem auch die Vermögensverwalter, die ganzen Krypto-Investoren und so weiter. Da wäre doch ein absolutes Panikszenario, wenn wir mal weltweit so einen Blackout, ich meine, die Stromnetze hängen nicht unmittelbar zusammen, aber wenn wir weltweit solche Ausfälle oder Blackouts sehen würden, dann kommt man ja überhaupt nicht mehr an seine Werte ran, ja? Ganz genau, und das Verrückte ist, in die Richtung wird einfach weitergegangen. Wir erleben ja gerade die Tokenisierung von allem und jedem auf der Welt, also alles wird digital irgendwo registriert und wir werden da auf diese Art und Weise immer mehr abhängig von dieser ganzen digitalen Sphäre. Und dazu muss ich einfach sagen, dass das Wort Digitalisierung eigentlich ein Euphemismus, also ein beschönigender Ausdruck ist. Wir erleben nicht die Digitalisierung der Welt, sondern wir erleben die Errichtung einer digitalen Diktatur, weil diese Digitalisierung liegt in den Händen von ganz wenigen Konzernen. Also an der Spitze ist da Microsoft, dann haben wir noch Apple, Google und die anderen da im Silicon Valley und dann haben wir noch so eine mittlere Schicht von Unternehmen, aber die beherrschen den ganzen Markt und die wichtigsten sind eben die ganz oben an der Spitze. Also am wichtigsten würde ich sagen, sind im Moment Microsoft und Apple in dem Bereich. Ja, und wir sehen ja, welche Zentralisierung an Macht und Geld auch an den Magnificent Seven, aber auch im S&P 500 stattgefunden haben. Jetzt gab es erstmals eine Korrektur seit einer gigantisch langen Rallye. Also gefühlt ging es ja nur noch bergauf jahrelang. Ja. Was ist da passiert? Ja, das ist einfach gigantisch gewesen. In den letzten Tagen haben die Fintech-Aktien insgesamt 2 Billionen verloren. Also extremstes Beispiel ist Nvidia. Die auch mit KI aktiv waren. Ja, genau. Die sind also ganz führend im Bereich der KI. Frühere Grafikhersteller, Kartenhersteller auch heute noch, aber im Bereich der KI ganz führend. Und die sind ja absolut explodiert in den letzten Jahren. Die hatten vor anderthalb Jahren, glaube ich, noch einen Wert unter 1 Billion und sind dann auf ungefähr 3,5 Billionen hochgegangen. Ich habe heute Morgen mal geguckt, die liegen bei 2,5 Billionen. Also Die haben gegenüber gestern oder vorgestern haben die 700 Milliarden verloren. Aber die haben ja auch im Februar... Muss man mal in Relation rücken für die Zuschauer. 700 Milliarden, also das deutsche die Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandprodukt, sind 915 Milliarden. Also an einem Tag ein Wertverlust von der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung. SAP, das größte deutsche Unternehmen, hat einen Börsenwert von ungefähr 220 Milliarden. Unglaublich. Also da kann man sehen, die Relationen. Oder wenn man bedenkt, also Coca-Cola hat auch so einen Wert in der Größe, aber Coca-Cola existiert seit fast 150 Jahren, hat 150 Jahre gebraucht für Summen, die heute in einem Tag verspielt oder gewonnen werden. Ja. Also da kann man sehen, wie das Casino da funktioniert, wie unglaublich schnell sich das dreht. Und das bedeutet natürlich, wie riskant diese ganze Sache geworden ist. Ja, Casino trifft es, glaube ich, recht gut. Lass uns doch noch mal kurz auch auf die Auswirkungen für Deutschland schauen. Wir reden sehr viel über die USA. Also wir sehen, die USA ist immer noch der Nabel der Welt. Absolut. Auch wenn man in China sieht, dass Banken über Nacht übernommen werden müssen. Ja. Wenn überall die CBDCs ausgerollt werden in China, wenn die Testphase beendet ist, scheint die USA ja trotzdem noch der Mittelpunkt zu sein. Ich höre auch oft, dass der Osten immer stärker wird. Wie stark ist denn der Osten wirklich gegen den Westen? Also die stärkste Währung der Welt ist und bleibt der US-Dollar. Das ist ganz klar. Der US-Dollar hat in der letzten Zeit sogar ganz stark gewonnen. Also während von der Entdollarisierung und dem Fall des Dollars geredet wurde, hat der Dollar gegenüber allen anderen Währungen der Welt anständig an Wert zugenommen. Der Dollar ist die wichtigste Reservewährung auf der Welt noch und da ändern auch die ganzen Märchen da um die BRICS-Staaten nichts. Also die BRICS-Staaten sind auf dem gleichen Weg wie die Staaten im Westen. Die führen auch gerade die digitalen Zentralbankwährungen ein. Und da ist ganz interessant die Rolle der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und des internationalen Währungsfonds und des SWIFT-Systems. Die arbeiten nämlich gerade an Plattformen, die diese ganzen digitalen nationalen Währungen gegeneinander austauschbar machen. Das heißt, im Grunde droht uns da eine digitale Weltwährung. Und bei dieser digitalen Weltwährung oder bei den digitalen Währungen gibt es auch ein Novum. Das sind diese Krypto-Banknoten. Ja? Ja. Wir hatten es ja von offline verfügbarem Geld in unserem letzten Webinar. Das heißt, es war die Frage auch ganz oft, wie wird das denn funktionieren? Hat man dann eine Wallet und die funktioniert dann eben auch, wenn kein Internet da ist? Ja. Nein, du hast da was anderes rausgefunden. Das ist ganz interessant, weil bis vor ungefähr 3 Monaten hätte ich gesagt, also das Bargeld wird abgeschafft. Die arbeiten an dieser Agenda, das Bargeld wirklich völlig aus dem Verkehr zu ziehen. Inzwischen gibt es da eine völlig neue Orientierung. Und zwar der Hintergrund ist der, dass die drei Großversuche der Einführung einer der CBDC im Westen, also
auf den Bahamas, in Jamaika und in Nigeria alle gescheitert sind wegen des Widerstands der Bevölkerung. Also die Leute wollen dieses neue Geld nicht, die haben dann zu viel Angst davor, dass sie dann tatsächlich direkt digital abhängig werden von einer Instanz, nämlich der Zentralbank. Und deswegen führt man jetzt im Moment so eine Mischform an und nennt diese Mischform dann Krypto-Bargeld oder Krypto-Banknoten. Das sind allerdings Banknoten, die mit einem QR-Code versehen sind und die sind damit natürlich programmierbar. Also wenn ich diese Banknoten, wenn du mir jetzt meinetwegen eine Flasche Limonade abkaufst und ich dir diese Banknote dann dafür gebe, dann wird keiner davon was erfahren. Aber wenn du mit der Banknote irgendwo an eine Kasse trittst, dann wird an der Kasse registriert der QR-Code und dann wird man genau das genauso behandeln wie digitales Geld. Und wenn das dann auch noch von der Zentralbank ausgegeben wird, dann haben wir jetzt ein digitales Zentralbankgeld, allerdings in physischer Form. Ich glaube, man hat sich für diesen Zwischenschritt entschieden, um die Leute einfach noch mehr zu verwirren und einfach um diesen Zwischenschritt einzuschieben, bevor man dann tatsächlich mit dem Endprodukt, nämlich dem vollständig digitalen Zentralbankgeld, dann aufwarten wird. Ja, um jetzt mal den Vergleich zu Europa zu ziehen, was haben denn diese ganzen Auswirkungen, auch diese Entwicklungen im CBDC-Kosmos, also im Zentralbankgeld-Kosmos, aber auch die Kriegsentwicklung Trump, was haben die für Auswirkungen auf Europa und konkret für uns auf Deutschland? Also die Unsicherheit wird immer größer hier. Also man muss ja befürchten, also der Ukraine-Krieg wird ja auch immer weiter angeheizt. Man muss befürchten, dass der Krieg möglicherweise auch noch auf Westeuropa irgendwann ausgeweitet wird. Also das kann man jedenfalls im Moment nicht ausschließen. Wir sehen ja, dass hier auch aufgerüstet wird, wie wahnsinnig. Also die Bundeswehr erfüllt jetzt dieses 2%-Ziel der NATO. Diese 100 Milliarden sind freigegeben worden. Die Rüstungskonzerne bauen jetzt auch noch Fazilitäten auf, ausgerechnet im Kriegsland Ukraine, kriegen dafür Sicherheiten von der grünen Regierung im Moment, von unserem grünen Wirtschaftsminister. Also da darf die Rüstungsindustrie also nach Herzenslust arbeiten, in einer Art und Weise, wie sie es bisher nie gedurft hat. Und das ist natürlich unglaublich gefährlich, wenn immer mehr Waffen geschaffen werden, gleichzeitig der Lebensstandard der Leute aber sinkt, die Wirtschaft, wie wir es gerade gehört haben, schrumpft. Also das sind keine guten Zukunftsaussichten im Moment. Ja. Welche Rolle spielt denn in diesem Krieg auch das Thema KI? Also du hattest jetzt gerade schon über Palantir gesprochen. Ja. Es gibt ja da wohl auch Neuerungen im Bereich KI. Und wir wissen jetzt, dass der Krieg ja auch schon sehr strategisch auch mittlerweile abläuft, gerade bei der Zielfindung der zwei Führer, des Hamas-Führers und so weiter. Das läuft mittlerweile mit Drohnen ab, sowas. Ja. Also das heißt, da läuft niemand mehr durch die Gegend und da schießt jemand, sondern dann fliegt irgendwo eine Drohne rum und dann wirst du sozusagen damit getroffen. Oder welche Rolle spielt die KI? Ganz wichtig ist, dass der Krieg also ein wunderbares Anwendungsgebiet ist, um die KI zu testen, dass er aber gleichzeitig auch ein wunderbares Gebiet ist, um KI zu entwickeln. Also es ist kein Zufall, dass die meisten Entwickler, die nicht, also das Silicon Valley ist natürlich die Gegend, wo die meisten Entwickler sitzen und die Gegend, wo am zweitmeisten Entwickler sich herumtreiben, ist inzwischen die Ukraine. Weil da unter diesen Kriegsbedingungen, da herrscht Gesetzlosigkeit, da gibt es keinen Datenschutz, da kann man nach Herzenslust entwickeln. Und da sind solche Unternehmen wie zum Beispiel das von Peter Thiel mitfinanzierte Clearview. Clearview ist ein Unternehmen, was die Gesichtserkennung vorangetrieben hat, was der ukrainischen Regierung inzwischen die Gesichter von 260.000 russischen Soldaten, die ins Land einmarschiert sind, geliefert hat. Also da wird also auch diese Technologie dann unglaublich vorangetrieben. Also Krieg und KI sind zwei Dinge, die sich wunderbar ergänzen. Und deswegen hat die KI-Industrie natürlich ein Interesse daran, dass diese Kriege weiter gefördert werden, weil sie damit mehr neue Testlabore bekommt. Und wie ist die Entwicklung der KI? Also gibt es hier auch Neuerungen? Ja, da gibt es ja riesige, unglaubliche Entwicklungen. Also die KI selber hat ja einen Durchbruch nach dem anderen. Da gibt es jetzt das Unternehmen Quantinuum, was behauptet, dass es die Stromversorgung bei der KI ums 35.000-fache gesenkt hätte. Ich habe mich da noch nicht genauer mit beschäftigt, aber das wäre natürlich eine Sensation. Weil wir erleben im Moment, dass die KI explodiert, aber die KI frisst unglaublich viel Energie. Und das ist auch das Problem, was sie im Moment mit der Klimaagenda haben. Weil die Klimaagenda, also da, dass man sagt, man muss sich von den fossilen Brennstoffen verabschieden, die passt nicht mehr zu dieser Entwicklung der KI. Man muss jetzt also auf Biegen und Brechen alle Energiequellen anzapfen. Und wenn jetzt irgendjemand da kommt und sagt, ich kann ja aber eine KI bauen, die keine Energie verbraucht oder nur wenige Energie verbraucht, dann wird der natürlich der Gewinner sein. Und da gibt es tatsächlich jemanden, der in den Startlöchern steht. Und das heißt im Englischen OI, das ist organoide Intelligenz. Also da werden keine Computer genommen für die künstliche Intelligenz, sondern da werden auf Stammhirn mit Stammzellen gezüchtete menschliche Gehirne benutzt, die tatsächlich auch viel schneller arbeiten als Computer. Und wenn diese Technologie dann irgendwann angewandt werden sollte und tatsächlich mit ganz wenig Energie gearbeitet werden könnte und auch noch viel schneller gearbeitet werden könnte, dann befinden wir uns in einer anderen Welt, als der, in der wir bisher gelebt haben.
Ja, ich habe zufälligerweise eine Schlagzeile, die können wir mal einblenden. Da ging es darum, ich glaube, ZDF hat diese Schlagzeile durchgetrieben. Und zwar, ein Drittel der Deutschen wären mittlerweile bereit, sich einen Chip einpflanzen zu lassen. Primär mit dem Ziel der gesundheitlichen Versorgung, ja, die dadurch gesteuert werden kann. Versucht man jetzt das, was auch Elon Musk mit Starlink und diese ganzen Ideen, dass der menschliche Körper einen Chip implementiert bekommen soll, das in den nächsten Jahren durchzusetzen? Ja, ich denke, das ist eigentlich Musik von gestern. Also ich glaube, diese Chips, da wird man gar nicht mehr darauf angewiesen sein. Also man wird das auf ganz andere Art und Weise machen. Entweder mit Radiowellen oder mit Magnetwellen. Man weiß ja, dass man die Gehirne der Menschen inzwischen von außen auf die Art und Weise einmal analysieren kann. Man kann also Gedanken lesen heute über solche Wellenmessungen. Und man wird diese Gedanken, wenn man sie einmal messen kann, dann natürlich auch beeinflussen können. Also ich glaube, dass in der nächsten Generation, jetzt in den nächsten Jahren, Chips gar nicht mehr nötig sein werden. Und das ist natürlich eine unglaubliche Gefahr, weil man die Leute dann ohne ihr Einverständnis dazu bringen kann, irgendwelche Dinge zu akzeptieren, die sie sonst niemals akzeptieren würden. Ja. Jetzt haben wir noch ein kleines Thema, und zwar eigentlich eines der wichtigsten Themen, die RKI-Files, die jetzt komplett entschwärzt in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind. Da hat ja Herr Professor Homburg auch in einer Rede mit zwei unabhängigen Journalisten bekannt gegeben, dass einem Mitarbeiter der Druck wohl zu groß wurde, einem ehemaligen Mitarbeiter des RKI, der dann sagte, hey, ich muss diese Information in die Öffentlichkeit geben. Was hier gelaufen ist, muss strafrechtliche Konsequenzen haben. Was verändert jetzt diese Situation? Also rechnest du jetzt damit, dass wirklich politisch auch mal Köpfe rollen, dass die Politiker diejenigen sind, die jetzt hier zur Rechenschaft gezogen werden? Oder denkst du, man schafft es auch, wie alles andere, auch Trump, innerhalb weniger Wochen schon wieder zu vergessen? Ja, ich denke, also die Halbwertszeit von solchen Informationen, die beträgt heute inzwischen, was weiß ich, wenige Tage. Also das gibt einen kurzen Hype, und meistens so auf Twitter, also auf X dann, in einigen einschlägigen sozialen Medien. Aber die normalen Medien haben das ja kaum berichtet. Gar nicht. Also ich habe nichts oder mitbekommen. So gut wie gar nicht berichtet darüber. Und das wird einfach unter die Decke gekehrt. Und daran sieht man einfach, wie unglaublich mächtig diese einmal die Pharmaindustrie ist und der dahinterstehende digital-finanzielle Komplex. Die beherrschen ja sämtliche Medien heute. Die können die öffentliche Meinung in die eine oder andere Richtung steuern. Die können die Wahlen beeinflussen in die eine oder andere Richtung. Also wir leben eigentlich in einer totalen digitalen Diktatur inzwischen. Ja, in einer Matrix, wenn man so möchte. So ist es, ja, genau. Ich sag mal, wenn man diese Arroganz betrachtet, die Politiker heute an den Tag legen, dass sie trotz, dass hier schwarz auf weiß zu sehen ist, gegen jegliche wissenschaftliche Evidenz gehandelt haben und uns auch Jahre unseres Lebens geraubt haben. Absolut. Und nicht nur uns, sondern auch den Kindern. Ja? Ja. Ich meine, wir hatten es ja in der Zeit oft davon, dass die Kinder mit Masken vor einem Tablet sitzen müssen und Schulunterricht haben. Ja. Das hinterlässt ja Schäden. Ich habe auch gestern einen Brief geschickt bekommen, da ging es darum, dass ich ein Kind entschuldigen musste, dass es eben keine Maske getragen hat und dass es damit andere Menschen womöglich gefährdet hat. Damit hat man ja nachhaltig Schäden verursacht. Ja. Ja? Was hat denn diese Zeit bewirkt mit den Menschen hinsichtlich dessen, was man jetzt auch in den nächsten Jahren auf der Agenda stehen hat? Ich denke, die hat die Menschen unglaublich verunsichert, und ich glaube, das ist eine Agenda, die im Moment verfolgt wird. Man versucht, die Menschen wirklich so in ihrem Innersten zu erschüttern, also einmal durch diese Gesundheitsagenda, dann durch diese ganze Klimaagenda. Den Kindern wird ja heute immer eingeredet, dass sie selber mit daran schuld sind, dass die Welt in dem schlechten Zustand sich befindet, in dem sie sich befindet. Also dann haben wir die Kriege, die überall den Leuten Angst machen. Also es ist ein absolutes Horrorszenario, was wir im Moment erleben, und ich denke, das ist alles gewollt, weil man entweder will man tatsächlich die Bevölkerung reduzieren, was ich nicht ganz hoffe, weil, also leider muss ich sagen, einiges deutet in die Richtung, aber auf jeden Fall will man dieses neue Geld einführen, und dieses neue Geld bedeutet die Versklavung der gesamten Menschheit über diese digitale Sphäre, und das werden die Leute freiwillig nicht akzeptieren, aber man arbeitet daran, die Leute eben so gefügig zu machen. Dann gab es noch einen ganz großen Aufschrei, und zwar Olympia. Ja. Die Eröffnungsspiele, wollte ich schon sagen, der Olympischen Spiele, aber tatsächlich war es ja eine Demonstration der neuen Agenda, der Vogue-Agenda. Ja. Ja. Man hat da Bilder auch auf X, auf Twitter gesehen, wo wir einmal das letzte Abendmahl gesehen haben und darüber dann die Darstellung der Vogue-Gesellschaft. Ja. In meinen Augen abartig, pervers, total ekelhaft. Herren, denen dann die Hoden unten raushingen, vor laufender Kameras, die ganze Welt schaut zu. Ja. Ja. Alle Facetten dabei, ich sag mal offen gesprochen, ich bin auch für bunt und für eine offene Kultur. Ja. Ja. Aber das, was hier gezeigt wurde, hat doch okkulte, hat doch fast schon satanistische Hintergründe, gerade auch hinsichtlich des apokalyptischen Reiters, Marie Antoinette mit abgetrenntem Kopf zu zeigen, Feuer im Hintergrund. Also was war das?
Ja, ich frage mich auch, was das war. Also auf jeden Fall war es eine absolute Verhöhnung aller Kulturgüter, die uns bisher immer wichtig und heilig gewesen sind. Also es zeigt einfach, dass den Leuten, also die wollen ja auch, dass wir kein Geschichtsbewusstsein mehr besitzen, dass wir also von Kunst von früher überhaupt nichts mehr halten, dass wir nicht mehr wissen, wo wir hergekommen sind. Die wollen eigentlich nur ihre Diktatur errichten, und die Diktatur errichten sie, indem sie irgendwelche Randgruppen nehmen und deren Forderungen völlig überhöhen. Weil ich kenne also wirklich eine ganze Menge schwule Leute und LGBT-Leute, die sind völlig entsetzt angesichts dieser Bilder gewesen. Da wird eine Agenda, da wird eine ganz kleine Gruppe von völlig irregeleiteten Menschen wird genommen. Was du erwähnt hast, ist schon schlimm genug, aber ich fand noch schlimmer, dass da auch ein Kind mit da drin war, in dieser Gruppe. Also da wird die Pädophilie auch noch gefördert. Also da wird also eine Agenda wird da durchgezogen, die ist mir so fremd und so widerlich und so abartig. Aber natürlich, das steigert bei mir natürlich auch die Wut. Und wenn die Wut steigt, dann wird man auch leichter steuerbar von außen. Und offensichtlich ist das gewollt. Ja, also ich denke, die Entwicklungen gehen immer schneller, immer rasanter, und es zeigt sich auch immer mehr das wahre Gesicht, dass es hier wohl zwei Kräfte gibt, die an verschiedenen Seiten kämpfen. Wir versuchen euch da gerne auch weiterhin mit Formaten wie diesen auf dem Laufenden zu halten. Gibt es noch was sehr Wichtiges, was du gerne den Zuschauern mitgeben möchtest? Ja, das Wichtigste ist eben, dass man sich von sowas nicht in so einen Zustand der Wut versetzen lässt. Also ich bin danach, nachdem ich diese Bilder gesehen habe, auch erstmal richtig 2 Stunden spazieren gegangen und habe gedacht, du musst deinen Puls mal ein bisschen runterfahren, weil das ist das Wichtigste in diesen Zeiten. Man muss erkennen, die andere Seite will, dass wir uns aufregen, dass wir irgendwie manipulierbar werden, dass wir steuerbar werden. Und das muss man einfach verhindern. Das kann man nur verhindern, indem man sich Pausen gönnt, indem man sich ab und zu mal eine Auszeit vom Handy gönnt, vom Computer gönnt, indem man mal in die Natur geht. Also das ist heute wichtiger denn je. Ernst, ich glaube, wir haben einiges abgerissen. Ich sage herzlichen Dank für alle Zuschauer noch einmal an der Stelle. Wer sich die Aufzeichnung vom Banken-Webinar anschauen möchte, in dem wir wirklich tief eingetaucht sind, das kannst du ja bestätigen, der soll gerne nochmal auf diesen Link klicken. Schaut es euch an, bis morgen um 24 Uhr wird sie online bleiben. Das letzte Gespräch mit dir hat schon fast 500.000 Aufrufe. Schaut gerne auch mal dort vorbei. Ich sage danke, Ernst. Danke. Und wir sehen uns im nächsten Gespräch.